Ricardo Quaresma, besonders in der türkischen Liga, eine absolute Legende und er hat einfach eine Foot Birthday Special Card bekommen. Das heißt, der Mann hat mal wieder eine spielbare Karte bekommen. Für alle Quaresma-Fans ist das Muss, weil es ist eine sehr, sehr, sehr starke Karte für einen sehr günstigen Preis. Ob sich die SBC jetzt am Ende lohnt, Preis-Leistung, wie gut die Karte wirklich ist und was ihr abgeben müsst, schauen wir uns jetzt in dem Video an. Bevor wir reingehen, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da für das Video und abonniert jetzt kostenlos den Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr und damit könnt ihr mich kostenlos und ganz einfach unterstützen. Genug dazu, ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und schauen uns die 88er Gesamt-Foot Birthday von Ricardo Quaresma genauer an. Und rechtsklick! Peacemates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Wir sind immer noch drin im Foot Birthday Event, es geht langsam zum Ende zu und jetzt am Ende habe ich das Gefühl, werden die SBCs auch immer besser, Jungs. Wir gehen direkt rein, denn auch heute geht es wieder um so eine kleine Review für eine SBC und zwar geht es um keinen geringeren wie ihn. Wir haben Ricardo Quaresma als SBC bekommen. Gerade die Fans so Richtung Türkei werden diesen Mann lieben. In der türkischen Liga alles rasiert, aber auch bei Portugal für die Nationalmannschaft allgemein ein sehr, sehr krasser Spieler gewesen. Heutzutage nicht mehr so weltbewegend krass, aber früher Prime anders. Und er hat eine geile Special Card. Wir haben hier einen Flügler mit 93 Tempo, 91 Dribbling, 86 Schuss und 83 Pass. Also wirklich krass, Jungs. Die Werte, wir haben hier 5 Sterne, 5 Sterne. Das ist geil. Angriff, Arbeitsraten hoch, Verteidigung gering, passt bis jetzt alles. Und auch die Stats so, Tempo, Antritt und Sprintgeschwindigkeit bleibt beides bei 93, Beweglichkeit 94, Balance 92, Ballkontrolle 90, Dribbling 92, Effet 95, Schusskraft 88, Abschluss 87. Der Mann kann auch Tore schießen. Wir haben hier als Spezialeigenschaften den Flair, die Distanzschüsse, Außenrissschüsse und die Dribbeltechnik, Jungs. Was will man bitteschön mehr? Die Liga ist vielleicht nicht ganz so krass, Portugal-Liga, wobei es auch hier Karten gibt, mit denen man gut linken kann. Und es ist ein Portugiese, also man kann ihn mit einem Ronaldo linken, mit einem Bernardo Silva, mit einem Bruno Fernandes, mit einem Cancelo und so weiter und so fort. Und wir müssen sogar noch 2 Teams abgeben. Einmal ist es ein 82er Team mit 80er Chemie. Und einer Team of the Week und einem Portugiesen, also ein 82er Team mit Inform. Und dann brauchen wir noch ein 84er Team mit 75er Chemie und auch ein Inform. Also kurz runtergebrochen, ein 82er Team mit Inform und ein 84er Team mit Inform. Die SBC kostet around about so 70k und ich finde, Jungs, 70k für so eine Karte ist wirklich vom Preis-Leistung eine 9 von 10. Und die Karten sich eine 10 von 10. Das heißt, unterm Strich kann ich die SBC auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn ihr vielleicht sagt, passt nicht ganz in mein Team, baue ich vielleicht eher so für ein Fun-Team. Auch da kann ich mal ausnahmsweise auch für nur ein Fun-Team diese 70k wirklich empfehlen. Die sind gut investiert, Jungs. Das ist meine Meinung zu dieser Ricardo Quaresma SBC, Jungs. Wenn es euch weitergeholfen hat, ein bisschen Anreize zum Überlegen, machen oder nicht gebracht hat, lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert es hier an den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dann, haut rein, aber nicht im Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell tippitippitapp, ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch und machen ganz viel Quatsch. Hey! Sayonara, Yasu, ciao, bye bye und adieu.